Hidden Places ging es uns als CKB-Stiftung darum, Jugendliche mit Kunst und WAT zu konfrontieren, das in einem Projekt, was eben alles in einem, in Form von einem Leuchtkasten kombiniert. Ich bin eigentlich ohne Erwartung oder fast ohne Erwartung in das Projekt hineingegangen und habe gedacht, ich lasse mich überraschen, wie die Schüler hier sozusagen ihre Orte finden, was sie uns präsentieren werden. Wir hatten am Ende eine Auswahl von ungefähr 500 Bildern zur Verfügung, die wir von Woche zu Woche eingeschränkt haben und immer mehr ausgesiebt haben. Es war wirklich schön, die Schüler so zu erleben und ich wünsche mir mehr solcher Projekte, in denen man Schüler ganz ohne Notendruck erleben kann. Und es hat richtig Spaß gemacht, ihnen zuzuschauen, wie sie ihre persönlichen Orte noch einmal neu entdecken. Ja, am meisten hat mir das Fotografieren Spaß gemacht an dem Ort. Halt actionreich, sag ich mal, die Fotos da zu schießen. Weil da muss man ja schon durch den Bunker, durch den Schacht durch und so. Mein Ort habe ich eigentlich relativ schnell gefunden, aber ich habe auch viele Bilder gemacht, die ich eigentlich auch ganz gut fand. Deswegen war die Auswahl nicht ganz so lang. Also am interessantesten fand ich die Zusammenarbeit in der Werkstatt mit den Leuten dort. Und die sind ja auch erfahrener zum Teil gewesen wie wir. Haben unsere Schüler eine gute Chance bekommen, ihre eigene Region aus einer anderen Sicht wahrzunehmen, zu beobachten, einen anderen Zugang zu ihrer Heimatregion zu erhalten. In einem mehrtägigen Projekt konnten die Schüler geheime, besondere Orte erkunden, fotografieren, darstellen und haben somit ein Profil unserer Region gezeichnet, das sicherlich einzigartig ist. Konkret geht es uns auch darum, Jugendliche mit der Frage beschäftigen zu lassen, die auf die landschaftliche Bildung abzielt. Also
Identifizieren Sie sich mit der Landschaft? Können Sie hier tatsächlich sich vorstellen zu bleiben? Was hält Sie hier in der Region? Das Ganze mit Frau Karas in Aufbereitung. Und das war für uns so das Ziel des Ganzen. Im Namen der Schule möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bei dem Veranstalter, bei dem Organisator der DKB-Stiftung bedanken. Dieses Angebot haben wir gerne angenommen. Es hat das Leben der Schule, das Leben der Schüler bereichert und ist ein Grundstein, ein erster Baustein, so hoffe ich, für eine weitere Zusammenarbeit.